Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 7. Januar 2022, 10.03 Uhr hier auf Hateno. Da fällt mir ein, dass die modischste der Schneiderschwestern Minna heute Hateno besucht. Sie sucht Freiwillige, die ihr mit etwas helfen. Wenn ihr also Zeit habt, sprecht sie auf dem Festplatz an. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Der Plan heute ist, in unserem Haus mal ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren, denn wir haben ja mittlerweile ein drittes Zimmer und es herrscht noch großes Chaos in unserer Wohnung. Vor allem unser Hauptraum hier vorne. Da, ja, wir kommen noch nicht mal hier in den Nebenraum rein, weil wir da noch alles vorstehen haben. Also da müssen wir uns heute definitiv drum kümmern. Wir gucken aber mal eben erst, was es hier für Post gibt. Kennst du das auch? Nach einem schweißtreibenden Training ist der komplette Fußboden klitschnass. Deshalb ist es wichtig, fleckenresistentes Material zu wählen. Hier hast du was Vernünftiges. Ich bin mal gespannt. Und Gulliver? Dank dir segle ich wieder mit dem Rest meiner Freibeuterbande über die sieben Weltmeere. Deshalb schicke ich dir jetzt meine Beute, anstatt wie eigentlich geplant Hateno zu überfallen. Ja, das ist doch... Das ist nett und beruhigend. Dankeschön, Gulliver. So. Oh Gott, ich habe ja noch die ganzen Bäume im Inventar. Ein Grün-Wabenfließboden. Gucken wir uns gleich an. Und Piratenschiff Steuerrad. Sehr interessant. Okay. Das Fass und die Behelfswerkbank. Pass auf, die packe ich jetzt mal. Packe ich jetzt erstmal hier hin. Weil sich müllt schon wieder alles zu. Das Fass kann ja tatsächlich wirklich erstmal hier so neben dem Haus stehen. Wieder ist kein Platz. Da ist voll Platz. Sag ich doch. Geht das nicht weiter darüber? Doch. Da wollte ich das haben. Sick doch nicht so rum. Sonst habe ich keine Items. Nein. Dann bringe ich mal eben die Bäume weg. Wir brauchen nämlich gleich Platz. Ach ja, ich habe gestern noch einen erfolgreichen, perfekten Schneemehl gemacht. Auf einmal klappt's. Frag mich nicht, warum. Dankeschön. Und dafür habe ich auch ein neues Rezept erlernt. Und zwar hier diesen Eistresen. Ja, könnte man mal überlegen, ob man die irgendwie irgendwo platziert. Aber, pff, ja, ne. So, jetzt machen wir hier mal unsere normalen Bäume hin. Erstmal halt... Übergangsweise. Damit die aus dem Inventar kommen. Und, ja. Wir wissen, wo sie stehen. So, dann kommt hier der nächste. Nee, stimmt gar nicht. Ich muss hier vorstehen und dann so. Perfekt. Sehr schön. Sternibaum wächst auch gut. Ich glinse mal ganz schnell in die Shops, ob es da irgendwas Neues gibt, was wir heute verbauen möchten. Habe ich was zum Verkaufen? Nicht wirklich, ne? Ne, ich habe hier noch voll die Geroiden. Warte mal, die stille ich mal. Ah, hier mal Geroiden-Party. Pui Puit. Ja, sehr süß. Oh, sieht aus wie eine kleine Ente. Und den... Ach ja, unser Klingelingeling. Der sonst zu Hause stand. Na, steht da jetzt hier erstmal. Okay. Ach ja, ja, nee, komm. Ich bin eh nicht so begeistert von ihren... Von ihren Sachen. So, ihre Kollektion. Guten Tag, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Guck mal, das Ding sieht doch schon interessant aus. Was ist das? Ist das eine Ballettstange? Sicherheitsgeländer. Interessant. 1000. Komm, wir nehmen das mal für eventuelle zukünftige Projekte. Was kostet das? Das ist hübsch. Das ist ein Antik-Schreibtisch. 17.000. Ja, ist okay. Bisschen teuer, aber passt in unseren Stil. Sehr schön. Dann haben wir das doch schon mal.
Der Rest nicht, danke. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Jutti. Dann nochmal eben schnell hier beim Service hin, weil wir können sie ja anquatschen. Wir kriegen dann ja ein Item, ne? Ah, du bist es. Weißt du, hier auf Hateno kann ich noch so einiges über Designs lernen. Vielleicht könntest du mir ja bei einer kleinen Übung zum Thema Style behilflich sein. Pass auf. Ich gebe einen bestimmten Modestil vor und dann wechselst du in ein dazu passendes Outfit. Ich möchte also, dass du für mich modelst. Dafür kriegst du natürlich auch ein Geschenk. Okay. Klasse, vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich hätte gern, dass du mir ein Outfit mit Märchenkleidung vorführst. Lass dich von Abbildungen von Märchenfiguren, Prinzessinnen und Rittern inspirieren. Ein Teil, das in ein Outfit mit Märchenkleidung passt, gebe ich dir mal so zur Orientierung. Was bekommen wir? Hier, bitteschön, ein Herzpulli. Okay. Das ist ein guter Anfang für ein Outfit mit Märchenkleidung. Such im Zweifelsfall einfach etwas, was gut dazu passt. Es wäre fantastisch, wenn du ein stimmiges Erscheinungsbild bewerkstelligen könntest. Ich werde hier auf dich warten. Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Ja, mal gucken. Also wenn ich noch Zeit dafür finde, dann gucke ich, was ich im Kleiderschrank noch rumfliegen habe. Aber das wird nicht heute unsere Hauptpriorität sein. Sondern unsere Wohnung. So, willkommen. Ja, gib mir meine Meilen. Ja, immer noch 7 Tage in Folge. Ich bin gut. Nook Shopping wollte ich gucken. Nein! Der nervöse Finger. Ach, jetzt bin ich bei Nook Meilen. Egal. Ich will eh noch gucken wegen Zaun. Nein und nein. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Das ist, wenn man sich beeilen will, ne? Besondere Waren, Gartenschlauch, Rasenmäher, ein Bagger. Oh, der bewegt sich sogar. Wäre echt cool für so eine Baustellensituation, aber. Oh, KK Pop. Will ich KK Pop? Will KK Pop haben. Mir KK Pop. Haben wir hier was Neues? Nein. Wie viel Geld haben wir noch? Nicht mehr viel, ne? Jetzt hätte ich gesagt, wir bezahlen schon mal ein Stück Kredit zurück. Hä? Bevor unser Lager wieder so einmüllt, dass wir alles wieder draußen auf die Straße werfen müssen. Und hoffen, dass es keiner unterwegs klaut. Okay, jetzt aber nach Hause. Und die Kurierin. Wow. Hallo Toni. Wo wohnen wir da? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hier irgendwie hinkriegen und wie wir das dekorieren. Also wo wir wie was warum hinmachen. So, die Überlegung ist, machen wir hier in den Raum eine kleine Küchenzeile mit Wohnzimmer? Das könnte man natürlich machen. Dann brauchen wir ein Badezimmer. Und ein Schlafzimmer. Oder machen wir die Küche als separates Zimmer? Ich glaube, ich würde die Küche separat machen. Ich glaube, wir machen die Küche da hinten rein. Pass auf, dann sammeln wir jetzt mal alles ein, was Küche ist. So. Das packen wir ins Lager. So, Küche. Den Esstisch würde ich sogar hier lassen, dass man hier Wohnbereich mit Essbereich macht. Das ist Küche. Das ist Küche. Das ist Küche. Das ist Küche. Das könnte ruhig ins Esszimmer kommen. Den Kaffee möchte ich aber in der Küche haben. Haben wir noch was an den Wänden für die Küche? Ja, das. Ins Lager. Das Bild würde ich dann hier lassen. Na, Decke haben wir nichts. Ja, den Rest lassen wir erstmal hier. Gut. Dann gehen wir jetzt da hinten in den Raum und versuchen mal grob eine Küche zu gestalten. Ich weiß, da haben wir auch schon einige Sachen drin, die jetzt nicht Küche sind. Aber die kommen dann woanders hin.
So, ach ja, hier ist ja auch noch pures Chaos drin, ne? Okay. Ich hoffe, wir haben so viel Platz im Lager, ne? Weil du könntest ja fast schon Küche sein. Die ganzen Kartons hier. Unser ganzes Bürozeug. Räumen wir erstmal auf. So, Wand. Unsere schöne Weihnachtskleidung. Schuhe. Und das. Perfekt. So. Jetzt können wir einrichten. Jetzt machen wir hier eine schöne Küche raus. Brauchen wir erstmal einen neuen Boden und neue Tapete, würde ich sagen. Sowas passt ja schon mal in eine Küche. Das wird in die Küche passen. Oder so Steine. Was haben wir denn als Tapete? Alles nicht so in der Küche, ne? Außer man macht so, nimmt einen anderen Boden. Das ist mehr Badezimmer. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall noch richtige, vernünftige Böden und Tapeten. Das ist alles noch nicht so das, was ich gerne hätte. Machen wir erstmal so. Ich glaube, das kann man ganz gut machen. So, jetzt holen wir mal alles raus, was irgendwie Küche ist. Das glaube ich noch nicht so viel. Den Herd. Eine Spüle. Oh, die haben wir doppelt. Können wir eine verkaufen? Sehr schön. Warte mal, siehst du anders aus? Ne. Dann, was ist noch Küche? Auf jeden Fall. Oh, das haben wir auch doppelt. Okay, an Möbeln war es das tatsächlich schon. Müssen wir uns doch erstmal noch mit Kartons hier behelfen. So, dann brauchen wir die Rührmaschine, eine Mikrowelle. Oh, meine Stimme, ne? Den Toaster, der Reiskocher, Kaffee, eine Teekanne, die Kaffeemühle, das Geschirr. Ach Gottchen. Okay, wir haben an sich viel Krempel für die Küche, nur keine Möbel für die Küche. Das ist ja sehr gut. So, für die Wand haben wir das. Das war's. Okay, dann beginnen wir mal das Designen. Wir haben ja an sich echt Platz. So. Den Herd stelle ich jetzt erstmal hier an die Wand. Die Spüle vielleicht vors Fenster. Da brauchen wir auch noch was Schöneres auf jeden Fall. Das wird jetzt alles noch eine sehr provisorische Küche, aber Hauptsache, wir haben erstmal so ein Gefühl dafür, wie sie aussehen könnte. Na, wo ist? Ich brauche noch einen Karton. Stellen wir hier noch einen Karton hin. Es ist die schönste Küche ever. Wirklich. Kann der Toaster da oben drauf? Nee. Dann stellen wir hier aber die Mikrowelle hin. Kann auf die Mikrowelle noch was? Nee. Unser Kaffee muss zur Kaffeemaschine. Was war das jetzt hier? Einfach nur so eine Sushi-Box, ne? So. Zum Backen. Ich stelle das jetzt. Oh Gott, das ist. Also ich habe mir gedacht.
Boah, wir machen jetzt hier voll die mega hübsche Küche. Und was kommt hier raus? Das hier. So, da können wir schon mal da draufstehen für heißes Wasser. Hier sind die Kaffeebohnen. Die da nicht wirklich irgendwo hinpassen. Stelle ich sie erstmal dahin. Den Toaster stelle ich auch erstmal hier auf den Boden. Wow. Das Geschirr kommt neben die Spüle. Und das können wir verkaufen. Also, Leute, ist das nicht die schönste Küche, die ihr je gesehen habt? Wer möchte hier denn nicht kochen und leben? Aber ich bin ehrlich, als ich damals zu Hause ausgezogen bin, ja, da sah meine Küche nicht anders aus, ne? Ich hatte einen Herd. Ich hatte eine Spüle. Ungefähr sowas wie das hier. Und halt so ein Herd. Mit Backofen. Und dann hatte ich aus meinem Kinderzimmer noch so eine alte Kommode. So, ja, so mehr so ein Sideboard. Wo zwei Schubladen drin waren oben. Und unten so zwei Türen, die man aufmachen konnte. Mit einem Regalbrett drin. Und die habe ich dann als Küchenzeilenschrank erstmal genutzt, wo dann halt so Teller und Tassen drin waren und oben in der Schublade so drei Gabeln und in der anderen Schublade war hier da oben so Pfannenwender und Mülltüte und so. Ja, und der Rest, der stand halt auch irgendwie rum, ne? Also es ist schon sehr akkurat, wenn man von zu Hause erstmal auszieht und kein Geld hat oder nicht viel. Sieht eine Küche erstmal so aus, weil Küchen sind sehr teuer. So. Ja, was machen wir denn in den Raum da drüben? Das Bad? Da könnten wir eigentlich das Bad machen, ne? Warte mal, du bist Badezimmer, du bist Badezimmer. Die Katze kann auch im Badezimmer aufs Klo. Wir trainieren die. Das wird eine Badezimmer-Klo-Katze. Haben wir noch was hier im Raum, was ins Bad gehören würde? Nee, ne? Den Futternapf können wir vielleicht noch in die Küche räumen. Aber ansonsten. Nö. Dann gehen wir mal in unseren neuen Raum, den wir noch gar nicht begutachtet haben. Den wir jetzt schon ein paar Tage haben. So. Gleiche Spielchen hier. Da würde ich auf jeden Fall diesen Fliesenboden nehmen. Den hier. Und als Wand. Weil das sieht blöd aus zusammen, ne? Das sieht alles irgendwie nicht so hübsch aus, wie ich das gern hätte. Haben wir noch eine andere Wand? Vielleicht die. Die fand ich eigentlich ganz schön. Die können wir doch als Badezimmerwand versuchen zu gestalten. Ja, versuchen wir es mal. Okay, dann haben wir hier irgendwelche Möbel, die noch ins Bad kommen könnten. Man könnte diese Wand hinstellen. So von wegen, hier hinter ist das Klo, bitte Privatsphäre. Das haben wir noch. Ansonsten ist der Rest hier nicht wirklich Bad. Duftspender könnte ins Bad, wenn man mal groß muss. So viel Essen noch und so, ne? Da haben wir sonst nichts mehr. Für die Wand, ein Wandtuchhalter. Haben wir eigentlich noch was Schönes für die Decke? Deckenbar. Ja, nee, das passt hier alles nicht hin. So, ein Teppich. So, zum. Ne, wenn du aus der Dusche kommst. Gott, der passt farblich überhaupt nicht. Haben wir einen Bademantel? Nee, ne? Fände ich jetzt lustig. Man könnte das als Bademantel zweckentfremden. Nee. Nee, nee, nee.
Wo haben wir hier noch was, was wir nehmen können? Nee, eher nicht, ne? So eine Perle, so eine Badekugel. Aber ohne Badewanne und alles macht das eh keinen Sinn. Okay, ja. Achso, wir haben ja noch Sachen in der Tasche. Hab ich fast vergessen. Sicherheitsgeländer, achso, das hatten wir jetzt gekauft. Toplader, Waschmaschine. Ja. Dann die. Nee, wir haben ein Spülbecken. Antikschrank, Katzenklo. Piratenschiffsteuerrad. Waschbecken. Gut, das, ja. Wird jetzt auch nicht das schönste Bad. Aber es wird erstmal ein Bad. Wir können erahnen, was wir hier vorhaben. So, das muss zum Klo. Ich glaube, da muss das noch rüber, wenn da noch ein Klo hin soll. Hier kommt erstmal das Katzenklöchen drunter. Der Duftspender. Warte mal, da können wir doch noch. Noch ein Karton. Ach nee, warte, die hatten wir noch im Nebenraum, ne? Die hatten wir im Nebenraum noch in der Ecke. Pass auf, dann hole ich die mal. Oder einen. Wo dann der Duftspender erstmal drauf darf. Es ist aber auch eng hier. So. Komm mal mit. Und dann kümmern wir uns jetzt noch um den Raum. Und dann ist erstmal so ein grobes Muster zu erkennen, wie das Ganze hier am Ende werden soll. So, den Karton stellen wir jetzt mal hier hin. Da ist er doch schon. Und dann stellen wir dich. Oh, nein, ich wollte dich einpacken. Dann stellen wir dich da drauf. So. Unser Bad. Wunderschön. Nicht. Naja, gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine Toilette. Dann vielleicht irgendwie noch eine Dusche und. Ach Gottchen. So, jetzt kümmern wir uns um den Raum. Den finde ich an sich schon sehr schön, so vom Boden, von der Wand. Da möchte ich nichts ändern. Guck mal, wir haben die Kaffeemaschine. Die haben wir doppelt. Die können wir mal nimm, ja, ins Lager packen. Und dann später verkaufen. Die Bettecke hier würde ich tatsächlich noch so lassen. Die finde ich sehr schön. Du kannst auch erstmal ins Lager. Dann würde ich den Esstisch. Hier erstmal so hinstellen. Oder? Nee, 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 nee. Den können wir hier so schön vors Fenster stellen. Wir brauchen definitiv noch mehr Stühle. Ich hätte aber gern die hier nochmal. Die müssen wir uns dann ein paar Mal noch herstellen. Dann kann aber erstmal auf Beine. Du kannst auch erstmal hier rüber. Stellen wir nämlich da eine Pflanze in der Ecke. Das Regal. Kann ich. Na, ist ein bisschen arg eng, ne? Machen wir dich dahin. Die können auch erstmal ins Lager. Die Sukkulente kann ins Lager. Das Essen kann hier mal auf den Sitzplatz. Na, guck mal. Jetzt nimmt doch hier langsam. Die Bude noch ein bisschen Form an. Das wollten wir auch noch ins Katzenzimmer bringen. Wobei, ich würde gerne. Wir haben ja diesen anderen. Ach, der ist weiß. Ne, dann passt er im Moment noch nicht hier in diesen Stil. Aber ist ja kein Problem. Oh, das Katzenkörbchen können wir hier aber noch unterbringen. Die Katze. Die imaginäre Katze, die wir haben. Ja, haben wir hier noch was? Würde ja gerne noch so eine kleine Büroecke einrichten. Dann brauchen wir das.
das vielleicht. Würde ich vielleicht die Gitarre und die Switch und so erstmal wegräumen. Das hat auch alles nichts Büromäßiges. So, pass auf, die Switch. Pass auf, die können wir hier oben mal draufstellen. So. Der Karton. Du kommst erstmal ins Lager. Der Karton kann da in die Ecke für den Globus. Dann haben wir ja in unserer Tasche diesen wunderschönen neuen Schreibtisch, den wir geholt haben. Ja, perfekt. Genau da wollte ich dich haben. Du hast nicht die richtige Farbe, aber das ist nicht schlimm. So, dann haben wir hier ein paar Bücher. Dann haben wir hier noch was zum Schreiben. Ja, der Dokumentenstapel kann... Oh. Weil wir können... dich vielleicht erstmal hier hinstellen. Das ist auch nicht das Schönste, ich weiß. Aber wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Dokumente. Die Sanduhr. Ja, keine Ahnung. Ja, damit wir nicht vergessen, wie die Zeit vergeht. Das Katzenkörbchen kann auch hier nehmen. Dann können wir das Kätzchen kraulen. Während es da liegt. Wunderschön. Das würde ich gerne auch ins Lager werfen. Hat da ja nun nichts zu suchen. Das Bild. Oh, das kann eigentlich hier über unseren Arbeitsplatz. Da macht sich das bestimmt sehr gut. Die Uhr würde ich dann gerne direkt über die Tür mittig. Die Fischis, die könnten eigentlich ins Bad, ne? Guck mal her, ihr kommt mal mit, ihr könnt ins Bad. Kannst mal hier so hin. Die würde ich hier lassen. Da brauchen wir auch noch die letzte Auszeichnung, ne? Oder wir machen die... Jetzt mal, wie passt du denn dann daneben? So, und dann würde... So. Platz 1. Wobei 2 wäre dann da, ne? Platz 2. Ich würde 2... Platz 3. Das sieht aber auch doof aus. Ich weiß noch nicht, wie wir die anordnen. Lassen wir es erstmal so. Ja, unsere wunderschönen Plakate können eigentlich mal einen Ticken runter, ne? Hängen ziemlich hoch. So. Okay. Dann haben wir dort den Raum zumindest endlich mal ein bisschen aufgeräumt. Ah. Yay. Okay, Sicherheitsgeländer kann erstmal ins Lager. Holz kann ins Lager. Die Kekse behalten wir noch. Unkraut kann ins Lager. Herzpulli packen wir auch mal ins Lager. Die Spüle können wir verkaufen. Piratendings kommt ins Lager. Du kommst ins Lager. So, einmal Ordnung. So, jetzt hatten wir noch die Fische, die wir hier aufhängen wollten, ne? Wunderschön. Wunderschön, dieser Raum. Ich bin begeistert. So, die Fischis. Ja, genau da unten hin. So, ihr könnt hier über dem Klo schwimmen. Wenn denn dann irgendwann mal ein Klo kommt. Perfekt. Okay. Hatten wir sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Was hatten wir jetzt doppelt, was ich verkaufen wollte? Oh, wir können noch ein paar Pflanzen aufstellen. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ja, das Vogelhäuschen können wir theoretisch einmal verkaufen. Das hatten wir doppelt. Das hatten wir theoretisch auch doppelt, aber es ist eine andere Farbe. Und das wollte ich noch in der Küche aufstellen. Ja.
Rest würde ich dann erstmal so lassen. Sehr schön. Dann haben wir unser Tagesziel doch erreicht und unsere Wohnung mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sortiert. So, der Futternapf für die Katze. Perfekt. Okay. Sehr schön. War einfacher als gedacht, weil wir gar nicht so viele Möbel zur Verfügung haben. Hey. Da müssen wir wirklich was dran ändern. Da muss ich doch regelmäßiger mal in die Shops gucken. Was es denn da so zu kaufen gibt. So, das verkaufen wir. Komm mal mit. Verkaufseckchen. Du kommst ins Verkaufseckchen. Dann haben wir auch das Inventar direkt aufgeräumt. Ah, perfekt. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, machen wir morgen draußen weiter und kümmern uns darum, dass dass der Wald noch ein bisschen Form annimmt. Dass wir da weiter buddeln. Ja, oder der Bauernhof. Mal gucken. Mal gucken, wo wir weitermachen. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!